Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es heute darum gehen soll, ob es möglich ist, dass gewisse Maschinen, sogenannte tote Materie, ein Eigenleben entwickeln können. Ich gehe dabei speziell auf Züge bzw. Lokomotiven ein, da diese mit Abstand die seltsamsten Fälle aufgewiesen haben und vielleicht auch heute noch aufweisen. Es gibt zwar auch viele Fälle von Autos, Schiffen, Bussen und Flugzeugen mit einem seltsamen Eigenleben, doch darauf gehe ich in Zukunft noch ein, dass sich mit den jeweiligen Fällen gut eine Brücke zu etwas jeweils anderem bauen lässt. Im Herbst des Jahres 1979 kam es in mehreren Regionen der Vereinigten Staaten von Amerika zu seltsamen Vorfällen mit Lokomotiven, die beinahe schon vermuten lassen, dass Maschinen eine Art Bewusstsein entwickeln können. So spielte im August 1979 plötzlich eine Lokomotive der Santa Fe Railway verrückt. Sie fuhr aus heiterem Himmel plötzlich von ihrem kleinen Bahnhof in Oklahoma los und dampfte mit etwa 60 Stundenkilometern in Richtung der Stadt Moore. Die Bahnmitarbeiter riefen die Polizei, die daraufhin vor dem Zug herfuhr. Sie konnte den Zug zwar nicht stoppen, aber doch zumindest die anderen Verkehrsteilnehmer warnen. Etwa eine Stunde lang fuhr die Lok durch die Landschaft, bis sie auf ein Nebengleis gelenkt werden konnte, auf dem sie schließlich einen Frachtzug rammte und zum Stehen kam. Verletzt wurde dabei niemand, da der Frachtzug nicht bemannt war und an dieser Stelle pausierte. Einen Monat später, im September 1979, machte dann ein weiterer Zug eine kleine, eigenständige Spritztour. Die Conrail Lok Nummer 6483 startete auf einmal in West Seneca im Bundesstaat New York und fuhr mit etwa 80 Stundenkilometern durch die Landschaft. Jedoch verfolgte sie erstmal niemand, da zuerst niemand bemerkte, dass die Lok ohne Zugführer losgefahren war. Dies fiel erst auf, als ein Autofahrer meldete, dass der Zug über einen Bahnübergang gebrettert sei, ohne Signaltöne von sich zu geben. Diesmal konnte der Zug aber nicht ohne weiteres gestoppt werden. Doch das war auch gar nicht nötig. Denn in Oakfield verlor die Lok offenbar die Lust. Sie begann von selbst zu bremsen und kam etwa 50 Meter vor dem Prellbock am Ende der Schienen von selbst zum Stehen. Im Oktober 1979 kam es zum nächsten seltsamen Fall. Zwei Southern Pacific Lokomotiven starteten in Turkson in Arizona führerlos in ihr eigenes Abenteuer und fuhren plötzlich los. Sie fuhren etwa 30 Kilometer weit, bis ein Scharfschütze der Polizei mit einigen Schüssen die Schläuche der Luftdruckbremsen durchtrennte. Waren es etwa nur technische Defekte oder gar Zufälle? Die Wahrscheinlichkeit für einen technischen Defekt beträgt bei dem Fall der Southern Pacific Lokomotiven etwa 1 zu 5000, also 0,02%. So zumindest schrieb es eine Lokalzeitung aus Arizona. Auch sind Züge und Lokomotiven mit einer sogenannten Totmannsicherung ausgestattet, die verhindern soll, dass Züge führerlos durch die Gegend fahren. Doch trotzdem haben sie es in diesen Fällen getan. Aber das war es noch nicht. Außerhalb der USA gibt es nämlich auch so einige Fälle. Seit 1960 war die Diesellok D326 als Expresszug auf britischen Schnellreisestrecken eingesetzt worden. 1962 rammte sie dann in Crewe einen Personenzug, wobei 18 Personen ums Leben kamen. 1963 war es eben jene Diesellok, die am großen Postraub von England beteiligt war, denn sie zog die Waggons, in denen sich die Beute befand. 1964 wurde ein Feuerwehrmann bei Wartungsarbeiten von der Lok durch einen Stromschlag getötet, und zwar an einer Stelle, an der dies unmöglich schien. Und 1965 versagten die Bremsen der Lok, als sie in den Bahnhof Birmingham New Street Station einfahren sollte. Mit sehr hoher Geschwindigkeit konnte sie nur gestoppt werden, indem sie auf ein anderes Gleis umgeleitet wurde und sie dabei einen anderen Zug rammte, der aber, wie schon beim Zug der Santa Fe Railway, nicht bemannt war. Da sich nun immer mehr Bahnmitarbeiter weigerten, in der Lok D326 zu arbeiten, wurde sie auf eine Nebenstrecke verbannt. Sie bekam einen neuen Namen, Diesellok 40126, und seltsamerweise endeten damit alle Unglücksfälle dieser Lok. Und der letzte Fall, den ich euch in diesem Zusammenhang präsentieren will, stammt ebenfalls aus England. Die Morning Post vom 14. November 1928 berichtete über einen als Geisterbahn bezeichneten Unglückszug, in dessen Zusammenhang einige Todesfälle standen.
So wurde berichtet, dass Mr. J. Hibber aus Newton Abbott, der sehr erfahrene Zugführer der Geisterbahn, auf der Fahrt nach London plötzlich von einer großen Übelkeit erfasst wurde. Am Bahnhof von Exeter brachte man ihn zu einem Arzt. Doch bevor er diesen erreichen konnte, starb er bereits im Wartezimmer. Die Ursache seines Todes blieb ungeklärt. Im selben Jahr starben die Heizer Powlesland und Walters bereits unter sehr mysteriösen Umständen, auf die die Morning Post aber nicht tiefer einging. Durch die Unglücksfälle, die sich innerhalb von nur einem Jahr ereigneten, bekam die Lok den Namen Geisterbahn. Und das waren jetzt so einige Fälle von seltsamen Eigenheiten von Zügen. Kann man bei diesen ganzen Fällen wirklich noch von Zufällen oder technischen Defekten sprechen? Oder liegt die Erklärung möglicherweise in ganz anderen Dimensionen? Können technische Geräte vielleicht ein eigenes Bewusstsein entwickeln? Waren eventuell Geister am Werk? Oder suchen wir vergebens nach einer Erklärung? Und mit diesen ganzen Fragen und diesen erlauchten Abschiedsworten im Schlepptau wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.